Inspektion. Gehsteig gesperrt, andere Seite benutzen. Ja. Machen wir. Also hintere Fahrstraße. Wieder in 100 Pinkel Höhe. Na gut. Heute hat sehr viele verschiedene Gesichter und Ansichten, je nachdem aus welchem Winkel man das aufnimmt. Ja, das ist ja von der anderen Seite mindestens genauso lila. Ja? Hallo und Grüße aus Mattern. Ja, die Leute, die 13. Etappe gesehen haben, wissen das jetzt natürlich. Das ist die unmittelbare Fortsetzung. Das haben wir uns jetzt nicht mehr angenommen, dass also die 14. Etappe noch extra beginnt. Es geht also auf den Wälder, ich steige euch auf und dann nehme ich euch einfach mit, weil es fährt Auto um Auto. Ich finde keine ruhige Sekunde. Die letzte Etappe, die kann man als Stadtspaziergang sehen. Es sind 4 Kilometer hauptsächlich durch Städte, nämlich Mautern, Stein und Krems. Ja, dementsprechend viel Verkehr ist da, später in den Altstädten wird es ruhiger. Ein riesen Kreisverkehr und dann die Donaubrücke, die Mauterner. Fahrer die Fahrbahn benutzen, damit den Fußgängern mehr Fußweg bleibt. Ja, die Brücke ist inzwischen schon ziemlich desolat, deswegen auch Beschränkung auf 9 Tonnen. Bus zu befahren die Brücke nicht mehr. Für Radfahrer und PKW reicht es gerade. Inspektion. Gehsteig gesperrt, andere Seite benutzen. Ja, machen wir. Das ist jetzt natürlich gemein. Ne? Normalerweise hätte man nämlich von der anderen Seite, dem anderen Gehsteig, einen wunderbaren Blick auf Stein und auf Krems, nächtlich schön beleuchtet. Und was ist? Nichts ist. Donaubrücke, Stein, 205 Meter Seehöhe, Kremshoher Markt, 45 Minuten. Na, jetzt haben wir schon eine Viertelstunde absolviert wieder. Wir müssen da hinüber in die alte Steinach Landstraße. Ja, ein schönes Stadttor und ganz, ganz enge mittelalterliche Gassen. Das erwartet uns jetzt bei unserer Passage durch Stein durch. Es ist bei Nacht sehr stimmungsvoll und aber bei Tag wirklich ein Erlebnis. Das ist ein komplett anderer Ort von Wanderweg, durch so mittelalterliche Stadtkerne durchzugehen. Und der da ist besonders ruhig und verschlafen und hat trotzdem ganz hervorragend schöne und geschmückte Häuser. So, bei dieser Stopptafel ist Vorsicht geboten. Man könnte ganz leicht übersehen, angesichts dessen, dass da ein Pfeil fehlt, dass man da eine Markierung hat. Etwas versteckt. Reisperbach-Talstraße in 200 Meter Seehöhe. Stein-Frauenberg-Kirche und Kremshoher Markt in 40 Minuten. Also wir müssen wirklich da hinauf zur hinteren Fahrstraße. Müsste jetzt eigentlich passen, oder? Also hintere Fahrstraße. Wieder in 100 Pinkel Höhe. Na gut. Das ist jetzt aber wirklich schon fast der Falle. Da ist echt ums Verrecken kein Schild zu finden. Ja, sowohl Krems als auch Stein als Doppelstadt haben ganz, ganz riesige geschlossene Altstadtbestände. Hat über 1000-jährige Geschichte. Es gäbe sicher zu jedem der Häuser was Interessantes zu erzählen. Das machen wir jetzt natürlich alles nicht. Das kann man sich eigentlich wirklich nur selbst anschauen. Und es ist kein Wunder, dass das Bestandteil des Weltkulturerbes Wachau ist. Ja, ich habe es auf der ersten Etappe erwähnt. Ich bin gebürtiger Kremser. Und es ist halt einfach so, dass man das als Kind nicht zu schätzen weiß. Das merkt man gar nicht, dass es halt nur daheim schön ist und irgendwo anders gar nicht so schön und so außergewöhnlich wie hier. Thank you.
So, bei der Frauenbergkirche kann man ein bisschen Rückschau halten. Man sieht noch einmal zum Stift Göttberg hinüber. Frauenbergkirche gibt es berühmte Ansichten, zum Beispiel von einem gewissen Herrn Egon Schiele. Nachdem wir die Kirche einmal umrundet haben, vielleicht noch ein Hinweis: Hier fehlt Entscheidendes. Welterbesteig unten in die andere Richtung, nämlich hier über die Frauenbergstiege hinunter, unter dem Turm hindurch. Ist die Minoritenkirche, wird genutzt als Klangraum, immer wieder mal irgendwelche Kulturereignisse drinnen. Böse Zungen behaupten ja, dass diese Durchlässe, die da immer wieder zu sehen sind, dafür da sind, dass das Donauhochwasser abrinnen hat können. Tatsächlich ist Stein historisch immer wieder von Hochwasser an der Donau heimgesucht worden, sodass da mit den Zillen durch die Straßen gefahren worden ist, und die Häuser sind alle vielfach überschwemmt worden, also schon Jahrhunderte da stehen. Also offensichtlich gut gebaut. Hinter mir sieht man, dass Kremser da kleiner werden. Damit haben wir jetzt die Altstadt von Stein auch schon wieder vollständig passiert und nähern uns dem Stadtteil und damit einem Kulturbezirk in Krems mit der Niederösterreichischen Landesgalerie, mit der Kunsthalle Krems, mit dem Karikaturmuseum, mit dem Literaturhaus Niederösterreich. Das ist das brandneue Gebäude der Landesgalerie hinter mir, da ist er sich drehende Würfel, der sich zusätzlich noch verjüngt. Also er ist alles Mögliche, nur mehr kein Würfel in Wahrheit. Der hat für Kontroversen gesorgt, die einen finden den ganz grässlich, die anderen sagen, es ist moderne Architektur und das ist alles wunderschön. Das Gebäude hat sehr viele verschiedene Gesichter und Ansichten, je nachdem aus welchem Winkel man das aufnimmt. Ich finde das eigentlich durchaus eindrucksvoll und auch von innen ist das ganz toll gestaltet mit ineinander verwendeten Stiegen und eigentlich trotzdem funktional, also mir gefällt es. Wir kommen da am Kloster und vorbei, das inzwischen seiner sakralen Funktion enthoben ist. Dafür widmet es sich nun ganz dem Wein. Kloster und, ja. Zwischen Krems und Stein. Das ist ein deutscher Satz, in dem das Wort und fünfmal hintereinander vorkommt. Hotel unter den Linden, wie man da gesehen hat, ist interessanterweise größer als die Linden. Was sagt man dazu? He? Schau, der Mond. Nicht zu verwechseln mit der Straßenlaterne. Also bei Tageslicht fällt mir der Steiner da besser. Ja, das ist ja von der anderen Seite mindestens genauso lila. Oh, beachte. Ja, weit ist es nicht mehr. Wir sind da schon in unmittelbarer Nähe der Gotzerburg. Eine Besonderheit in Krems zeige ich euch noch. Jetzt müssen wir sie von der Gotzerburg ganz kurz wegwenden. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher zum Gögelhaus. Das ist das Gögelhaus. Das ist vermutlich 850 Jahre altes Gebäude, wenn nicht sogar noch ein bisschen älter. Schöne Putzenscheiben oben drinnen. Ja, am täglichen Markt hinauf. Und dann sehen wir noch eine ganz schöne Pfarrkirche St. Veit. Ein Murzdrum-Ding. Auch Dom der Wachau genannt. Ja, und schlussendlich über die Margaretenstraße nähern wir sich dem endgültigen Ziel. Wir sind am Hohen Markt mit seinen schönen Bäumen. Ich
Na, eine kleine Bonusgeschichte habe ich für euch. Jetzt haben wir da den Hohenmarkt herumspazieren. Ein Kremser Bürgermeister soll einmal angedacht haben, dass man das da asphaltieren könnte. Naja, was haben die Kremser Bürger mit ihm fast gemacht? Sie hätten ihn gesteinigt. Ja, ich hoffe, dieser Stadtspaziergang hat euch davon überzeugen können, sich die Gegend einmal selber anzuschauen. Wenn man schon nicht den ganzen Steig geht, das sollten wir einmal gesehen haben. Ja, das war es jetzt von der 14. Etappe vom Welterbesteig Wachau. Von Mautern nach Krems, Hoher Markt. Weiter geht es diesmal nicht auf einer 15. Etappe, sondern das war es nämlich wirklich. Ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sie auch mal auf einer anderen Tour. Also das ist eine Strafvollzugsanstalt, wo die ganz schweren Jungs drin sitzen. Wir haben schon lange diskutiert, dass sie woanders hingehen sollten. Mir gefällt es aber in Krems zu gut. Sie haben nur nichts davon. Jetzt kommt mir Spanisch vor. Geht mir dann auch weiter um. Melde mich zurück, demnächst auf diesem Kanal. Das kann nicht alles spitze sein. Alter Einhornspruch.